7, 8, 9. Der steht. Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Und ja, mein erstes richtiges Quest-Gameplay seht ihr heute. Und ja, wie geil ist das denn? The Thrill of the Fight auf der Oculus Quest. Und ja, endlich richtig geiles VR-Boxen ohne Kabel, das Wichtigste eigentlich. Und dann auch nochmal eventuell ohne kleine Räume, denn mein Raum ist für Boxen so suboptimal, sage ich mal. Und ja, diesmal habe ich mir im Garten einen richtig großen Platz abgesteckt, der fast so groß war wie ein Boxring, und da konnte man sich echt geil bewegen. Man brauchte keine Angst zu haben, dass man irgendwo gegenschlägt, also perfekt. Ich hatte noch ein bisschen Probleme mit dem Wetter, also von rechts kam so ein bisschen die Sonne runter und da ist mein rechter Handschuh immer so ein bisschen weggedriftet, ab und zu, also ein, zwei Mal im Spiel. Das habe ich dann auch ein bisschen rausgeschnitten, weil ich dann wieder zu Oculus Home gegangen bin und so weiter. Also ja, also, aber es ging, also ansonsten lief das echt perfekt. Und ich habe gedacht, es gibt da größere Tracking-Probleme, aber das ging echt, echt gut. Auch das, die Deckung halten ging echt gut. Da sah nur ab und zu, wenn man wirklich zu nah war, hat man da so ein bisschen Probleme gemerkt. Ansonsten perfekt. Ja, ich habe vor 2-3 Wochen habe ich den Ian Fitz, das ist der Entwickler von The Thrill of the Fight, angeschrieben. Und ja, gestern hat er sich dann gemeldet und ja, hat natürlich viel zu tun gehabt, denn so ein Spiel auf die Quest portieren ist mit Sicherheit nicht ganz einfach. Und ja, hat sich gestern gemeldet, hat mir dann einen Key zum Testen zur Verfügung gestellt. Danke dafür auch nochmal. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal auf die Seite von dem Ian Fitz kurz, dass ich euch die mal zeige. Ich werde die auch unten in die Beschreibung verlinken, dass ihr da auch mal drauf schauen könnt. Ist keine große Seite, also man sieht jetzt nicht so viel, aber da sind Verlinkungen drin zum Oculus Store und zum Steam Shop und ja, E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Und ja, jetzt können wir uns den Oculus Shop nochmal kurz anschauen. Das Spiel kostet 9,99 € und ja, also für 9,99 €, das ist echt meiner Meinung nach geschenkt für ein richtig geiles Boxspiel. Klar, es hat kein Koop und klar, es ist kein Grafikfeuerwerk à la Creed. Creed hat dafür aber andere Probleme, die ich jetzt nicht unbedingt erläutern möchte, aber das Spiel läuft definitiv nicht perfekt und The Thrill of the Fight läuft meiner Meinung nach perfekt und da macht man nichts verkehrt. Und ja, die Bewertungen zeigen auch eigentlich, ja, meine Meinung spiegelt das eigentlich wieder, denn wir haben hier 5 Sterne, 171 Bewertungen und ja, da kann man nur sagen, Leute, ihr habt alle recht und da werde ich definitiv auch nochmal was zu schreiben. Das ist die geilste VR-Box-Simulation, die es gibt. Und ja, da passt eigentlich alles. Und das entwickelt nur eine Person. Also eine Person entwickelt dieses geile Game. Und jetzt stelle ich mir gerade mal vor, wenn er die finanzielle Unterstützung hätte und sagt, okay, ich stelle jetzt mal 10 Leute ein und wir entwickeln einen neuen Teil des Thrill of the Fight. Und ja, da denke ich mal, dass der viel, viel mehr erreichen könnte. Könnte eventuell auch einen Multiplayer einbauen und so weiter und so fort. Also wenn das Spiel einen Multiplayer bekommen würde, das wäre der Hammer. Und ja, also ich würde mich darauf freuen. Können wir aber erstmal nicht drauf hoffen, denn er ist immer noch alleine. Und sowas alleine dann zu bewerkstelligen, ist schon nicht so ganz einfach. Aber warten wir einfach mal ab. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Gameplay. Ihr schaut, wie ich die ganze Zeit, ja, stark atme und ja, also ich habe echt tierisch gepumpt, also ich habe eine halbe Stunde gespielt und ich war echt fix und fertig danach, aber hat Spaß gemacht und ja, schaut euch jetzt einfach mal das Gameplay an und dann sehen wir uns gleich nochmal für so ein kleines Fazit. Also viel Spaß. So Leute, willkommen bei The Thrill of the Fight auf der Oculus Quest. Ja, ich bin hier in meinem Garten. Wenn ihr meinen Hund nebenan hört, ja, sind die Nachbarshunde. Ich versuche rauszufiltern. Ich glaube, das Spiel ist gestern erschienen und ja, so ein Spiel ist halt prädestiniert für die Quest, denn ja, man hat kein Kabel, man muss sich nicht überlegen, ja, kann ich noch eine Drehung machen oder nicht? Und ja, hier soll es kein Problem sein, also ich habe hier echt einen riesen Platz, um hier zu fighten. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Erstes Match hier, ihr seht, auf ganz normal, most realistic, das habe ich auch zuletzt auf der Oculus Rift so gemacht. Und ja, ich fange mal an. Los geht's.
Keep it clean at all times, protect yourself at all times, and what I say, you must obey. Good luck to both of you. Okay, grafisch ist das ja ein bisschen abgespeckt, sieht man auf jeden Fall, aber tut dem Spiel jetzt keinen Abbruch, würde ich sagen. Ich soll nochmal zurück in die Ecke, also ich habe jetzt hier eigentlich genug Platz, ich dürfte jetzt hier keine Probleme mit irgendwelchen Wänden haben. Also legen wir mal los. Genauso muss das sein. Jetzt soll mir nicht zu nahe kommen hier. Ein bisschen Deckung müssen wir schon noch haben. Ich weiß nicht, wie bescheuert das hier aussieht, aber ich versuche mein Bestes. Der muss da gleich liegen, oder? Tracking funktioniert auch ganz gut. Na komm. Hat schon einen Cut? Okay, ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt weg bin von der Kamera. Puh. Keine Verschnaufpause. Ja, klatsch wenigstens mal. Danke. Ich würde sagen, dass die Runde auf jeden Fall in meine Richtung ging. Ja, legen wir los, weiter. Einen kleinen Hänger gerade, kann aber auch in der Sonne noch liegen. Der D-Dong hat jetzt nicht mehr. Einer hat da gesessen gerade. Boah, raubt auf jeden Fall Kraft. 53 Sekunden haben wir noch zum Verschnaufen.
Die sehen doch so ein bisschen aus wie Zombies. Könnte ein bisschen mehr Emotionen gebrauchen, aber gut. Und trotzdem haben wir hier die beste Boxsimulation, die es in VR gibt. Da kann ich gerne auf sowas verzichten. Okay, Leute, komm, weiter geht's. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Bleib liegen. 6, 7, 8. Der steht doch noch auf. 9, 10. Das war's. Ladies and gentlemen, with the match ending in the third round, your winner by knockout, the red corner. Danke. Oh, den habe ich noch in ganz schlichter Erinnerung, wo ich mit der Rift S gezockt habe. Im Livestream hat er mich echt kaputt gemacht. Aber jetzt werden wir den schlagen mit der Quest Power. Oh, der Platz ist so genial. Protect yourself at all times and obey what I say at all times. Let's make this a clean fight. Da bin ich bei dir. Also Leute, wenn ihr die Quest habt, ihr habt eine Möglichkeit, wo so viel Platz ist wie hier jetzt ungefähr, holt euch das Spiel. Also ihr werdet definitiv Spaß haben. Komm, Agli. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Der geht auch gut rein. Okay, kleine Hänger jetzt hier mit dem Tracking. Da hat er ein Auge schon zu. Komm. Tracking, tracking. Okay, kleines Tracking-Problem gehabt. War wegen der Sonne. Okay, jetzt kommen wir wieder in unsere Ecke. Also in diese Richtung ist die Sonne und wenn ich mich dahin drehe, gibt es noch leichte Abbrüche. Aber es hat ja nichts mit dem Spiel zu tun. Also weiter geht's. Ich versuche jetzt hier auf der Seite zu bleiben. Der kann zuschlagen, also wenn er trifft, ist echt Ende. Okay, das hat so keinen Sinn. Jetzt klappt's.
Drängen wir den mal in die andere Ecke wieder. Pure Verzweiflung mit seinem Gesicht hier. Okay, weiter geht's. Ja, Mann, der ist hart. Der ist heavy. Er will nochmal. Okay, komm. Ich hätte gleich einen Konter setzt. Das ist gar nichts mehr. Oder? Komm. Die 10 Sekunden wurden gerade angezeigt und wollte ich auf jeden Fall noch Gas geben. Ladies and gentlemen, going to the scorecards, the judges have determined by unanimous decision, your winner is the red corner. Aber meint er noch einen? Ja, komm. Einen mache ich noch. Sorry Leute, wenn ihr mal die Hunde hört. Ich versuche es rauszufiltern. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht anders. Aber das wollte ich euch definitiv zeigen, wie geil das draußen funktioniert. Okay. Ja, gegen Reverend Banner war da stehen, oder? Wäre wohl gelacht. In meine Ecke. Das wird hart. Wow. Das meine ich also, die können so schnell kontern. Und schon war es das.
habe ich ja gesagt, das wird viel härter. Jetzt nach hier. Ich muss mal ein bisschen kontern. Boah. Vorsicht. 10 Sekunden noch. Das heißt, wir müssen nochmal angreifen, ja? Und? Okay. Okay, Tracking wieder ein bisschen daneben. Weiter geht's. Lass mal dranbleiben. Ja! Wie war es? Flows like a butterfly, sting like a bee. Genau zugestochen. Haust du ab. Da steht wieder auf. Ladies and gentlemen, with the match ending in the second round, sag schon. Your winner by technical knockout, sag schon. The red corner. Hast echt gut gekämpft, Junge. Kriegst auch ein Rematch, wenn du willst. Okay? Okay, da ich eigentlich gedacht habe, dass der Kampf so super hart wird, nehmen wir uns den noch vor. Das macht unheimlich Spaß. Und jetzt auch noch in der Arena. I'm only going to tell you two Geil. Things. Protect yourself at all times and obey what I say at all times. Let's make this a clean fight. Gut, man sieht nicht viel, man sieht nur Schatten, aber trotzdem cool gemacht.
ein bisschen Druck aufbauen hier. Oh Gott. Der ist auch nicht so groß, das ist ein bisschen kleiner als ich. Da haut immer zu. Der macht, der blockiert echt gut. Der macht nicht auf. Jetzt schon. Der hätte sitzen müssen. Also Uppercuts kriegt man echt schlecht hin. Sekunden noch. Ich hoffe, ich bin überhaupt noch in der Kamera. Hat er Glück gehabt. Also die letzten 10 Sekunden versuche ich immer, echt alles rauszuhauen. Vielleicht kommt auch so ein Glückstreffer. Okay, ist zufrieden. Wenn der zufrieden bin, ist, bin ich das auch. Schlagabtausch jetzt hier von mir. Aber jetzt haut er raus hier. Kraft lässt nach bei mir. Also noch einmal liegt er und dann ist er vorbei. Ist ja gut abgetaucht gerade. Der kann nicht mehr. Ich muss nachsetzen.
Ich wollte zu viel gerade. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt will der natürlich auch mehr, weil er mich gelegt hat. Vorsicht, Sebastian, Vorsicht. Bleib liegen, verdammt. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der steht auf. Der steht auf. Mann! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der steht! Mann! Ladies and gentlemen, with the match ending in the third round, your winner by technical knockout, the red corner. Aber man muss ihn loben. Hast gut gemacht, Jung. Und wir sehen uns jetzt im Fazit. Ja, Leute, das war mein Gameplay und ja, 30 Minuten Pumpen war angesagt. Und ja, ich habe mir eben mal die Mikrofonaufnahme angehört, also nur die Mikrofonaufnahme. Und da hört man mich schon gut durchatmen, sage ich mal. Und ja, im Spiel hört man das natürlich nicht mehr so krass, aber man hört's. Und ja, war nicht ganz easy, sage ich mal, aber hat Spaß gemacht. Und ja, das ist die Hauptsache bei solchen Spielen, dass es Spaß macht. Und ja, man tut was für den eigenen Körper, man treibt Sport. Und ja, ich glaube, das können wir alle gebrauchen. Denn ja, wir sitzen natürlich auch oft viel am PC und ja, haben die Brille auch auf dem Kopf. Von daher ist Sport eine tolle Abwechslung. Und da ist das Thrill of the Fight einfach perfekt, besonders jetzt mit der Quest. Denn ich kann einfach irgendwo hingehen, stecke mir ein Riesenfeld ab, was genauso groß ist ungefähr wie einen Boxring. Und ja, kann da bequem durch den Ring laufen und oh, das ist so ein geiles Feeling. Was ich aber gemerkt habe, ist, ich muss noch so ein bisschen die Angst wegbekommen, dass ich irgendwo gegenschlage. Denn über die Jahre hat sich angeeignet, ja, man spielt in den eigenen vier Wänden und man hat mit Sicherheit, also jeder hat bestimmt mal gegen eine Wand gehauen bei irgendwelchen Spielen mit Schwertern oder Boxen und so weiter. Und ja, die Angst muss man erstmal wieder ablegen, wenn man jetzt mit der Quest draußen spielt. Hab ich nur so eine kleine Hemmschwelle gehabt, aber das wird mit Sicherheit bald besser werden, denke ich mal. Und ja, das kriegt man nicht so schnell raus. Aber hat mir schon viel Spaß gemacht, da wirklich so ein bisschen sich zu bewegen. Und war natürlich auch anstrengender, aber ja, realistischer und hat mir Spaß gemacht. So, kommen wir mal zum Vergleich PC, VR und Quest. Ich sag mal, The Thrill of the Fight war nie eine Grafikbombe. Bombastisch ist das ganze Spiel, also Spielprinzip und ja, von Simulationsfaktor her ist es bombastisch. Grafik ist halt minimalistisch gehalten. Für mich geht das vollkommen in Ordnung. Wenn das Spiel richtig geil ist, kann ich auf Grafik auch verzichten. Und ja, das Spielprinzip und wie das funktioniert, ist perfekt umgesetzt. Und ja, da brauche ich keine Mega-Grafik. Das mal dazu. Klar merkt man jetzt zwischen PC, VR und Quest, dass das auch nochmal ein bisschen abgespeckt wurde. Aber das tut dem Spielspaß überhaupt keinen Abbruch. Im Gegenteil, besonders mit der Quest jetzt ist man noch mehr richtig tief mittendrin im Geschehen und ja, kann sich viel freier bewegen und daher bevorzuge ich bei dem Spiel definitiv jetzt die Quest, also gibt es gar nichts anderes, also sowas würde ich jetzt echt gar nicht mehr gerne in dem Raum hier spielen, denn dann spiele ich lieber ohne Kabel und brauche keine Angst zu haben, mich um die eigene Achse zu drehen, das kann ich machen und ja, kann dann, wenn ich draußen spiele, auch einfach frei mich bewegen. Das ist das Geile daran und Leute,
wenn ihr eine Quest zu Hause habt, testet das Spiel. 10 Euro ist echt für das Spiel geschenkt. Also meiner Meinung nach hätte der auch viel mehr für, ja, ansetzen können. 15 oder 20 Euro wären da auch fair gewesen. Und hätte ich dann auch bezahlt. Also ich habe das Spiel damals bei Steam ganz früh, also das war echt noch eine ganz frühe Version, Early Access, habe ich das schon gekauft. Und klar, da denkt man natürlich, okay, das hat so eine schlechte Grafik, kann nichts sein. Und wenn man das dann bei 20 Euro ansetzt, wird das auch wahrscheinlich dann ja, weniger gekauft, kann ich verstehen. Aber ich denke mal, das ist ein mega beliebtes Spiel und ein Zehner sollte man dafür definitiv ja, investieren und hilft so dem Entwickler, dass er eventuell nochmal einen zweiten Teil davon machen kann. Oder ein Multiplayer, wenn viel Geld reinkommt, also wenn das ein Multiplayer bekommt, boah, wie geil wäre das denn? Dann hat man endlich mal ein richtig geiles Boxspiel im Multiplayer und wenn das dann ohne Bugs ist, nicht wie Creed, dann kann man auch nochmal ein richtiges Turnier starten, sage ich mal. Ja Leute, das war's eigentlich schon und ja, wenn noch Fragen sind oder ja, mich interessiert mal, habt ihr das schon für die Quest gezockt? Habt ihr das nur auf dem PC VR gezockt? Wie findet ihr das Game? Und ja, schreibt's einfach mal unter die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Ich finde das auf dem PC VR geil und ich finde es jetzt noch geiler auf der Quest. Also das wird mein neues Lieblingsspiel auf der Quest definitiv. Wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen und ja, wie immer die Sache mit dem Abo. Wenn ihr mir noch kein Abo gegeben habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Denn ja, die 1000 ist das Ziel. Die muss ich erreichen. Erstmal, man setzt sich kleine Ziele. Also bitte überlegt euch mal, ob ihr mir ein Abo geben wollt. Würde mich weiterhelfen. Und ja, viele Leute gucken natürlich Videos und vergessen das dann auch ab und zu. Und wenn ihr öfters mal auf meinem Kanal seid, ja, tut nicht weh, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Die Glocke eventuell noch anklickt, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein Livestream ist, wenn ein neues Video kommt und so weiter. Wie gesagt, tut nicht weh und wie der Chris Reality so sagt, kostet auch keine Niere. Also ja, einfach draufdrücken und ihr unterstützt mich dadurch, würde mich freuen. Ja Leute, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.